Hallo zusammen, mal wieder ein kleines Video. Dieses Mal geht es um richtige Spiegelung. Viele von euch haben das Problem, beim Gespiegelt sind das dann zwei Teile. Wir haben hier ein einfaches Pad. Ich wähle das Pad an. Im Part-Design drücke ich auf das Icon Gespiegelt. Ich wähle hier die horizontale Fläche und sage OK. Jetzt sind es ja zwei Teile. Ich gehe auf Mirrored. Refine statt False auf True, und wenn ich herausgehe, müsste ich eigentlich hier ein Teil haben. Wie man sieht, hat er das zusammengebaut um die Achse. So, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Bis zum nächsten Mal, wenn es Probleme gibt, einfach nachfragen.